Hallo und willkommen zurück in Night City, obwohl wir hier am Tag sind. Auch kein Problem. So, ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Was ist jetzt aufgeräumt? Ein bisschen durchgeguckt. Und zwar, wir haben eine neue Schrotflinte, die Satara. Die ist generell komplett besser, viel mehr Schade als die vorherige. Es gibt noch ein paar, die mehr Schade mache, aber die haben dann geringeres Angriffstempo und so. Also ich denke, das passt. Und die Handfeuerwaffe ist die gleich. Das war, die hat irgendwie so viel Angriffstempo. Es gibt auch viel mit mehr Schaden, aber die sind deutlich langsamer. Das Schnellballere ist ganz cool. Genau. Und ja, wir haben einen Katana. Das haben wir doch zuletzt erst gefunden. Das hat mir so am besten gefallen. Und genau. Das ist der aktuelle Stand. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, was zu tun ist. Eigentlich viel, aber sprich mit, was sind das? Ach, das waren die Graffitis. Psycho-Killer. Wir haben oben ja relativ viel Geld. Wer könnte das doch mal machen? Oder wir könnte gucken, ob das hier geht. Das sind wir am nächsten Tag. Wollen wir das schnell machen? Das machen wir mal schnell. 56 Meter. Das Motorrad steht da oben. Wieso auch immer. Haben wir hier wirklich angehalten? Nö. Haben wir nicht. Naja, egal. So. Ja, schauen wir mal. Okay. Ups. Ja, was schauen wir mal. Aber nur Gefühl, ob man denn eine Ping-Dings machen könne. Nur einfach damit die Quest aus dem Quest-Rock ist, weil Ping haben wir uns ja schon gekauft, weil dieser komische Bug da war. Hier müssen wir ab hier. Gott sei Dank gibt es hier ein Navi. Und dann. Und dann und dann und dann. Ah, habe ich schon wieder vergessen. Irgendwas machen wir dann auch noch. Und jeder dem, wo es uns hin verschlägt, könnten wir nochmal auf die Karte gucken. Abends so finden wir da auch was Schönes. So. Fahre ich hier richtig? So, Parkplatz. Passt. Okay. Ah. Stimmt, da war was zwischen du. Hallo? Ah, das ist der Typ. Eine giftige Spinne hinter der Maske einer netten alten Dame. Aha. Eine Opportunistin. Ich bin Kabuki, ich habe zwei Fragen. Wer ist auf die Idee gekommen, dieses... Kabuki ist eine Kunstform, ja, meint. Gut. Ja, melde ich dann. Alles gut. Also, was ist das jetzt? Hallo? Nein? Ah, diese komische Mönche da. Wahrscheinlich haben die alles kaputt gemacht. So, gucken wir mal, ob das jetzt, geht, warte mal. Nee. Das ist komplett verbuggt. Das müsste nämlich hier sein.
Okay, gut, dann ist das egal. Dann müssen wir halt damit leben, dass die Quest auf immer und ewig bei uns im Questlog rumfliegt. Ist ein bisschen uncool, aber da kann man die irgendwie rauswerfen, wenn man die irgendwie nicht mehr will. Also mal gucken. Nee. Na gut, dann. Was wollten wir machen? Bezahl die Schulden bei Viktor. Ja, wir haben momentan genug Geld und ich denke, wenn wir da Cyberpsychos fange, dann das hat, glaube ich, gut Geld gehabt. Wow. Alter, du fragst mal immer an der ihr Auto und die raste schon aus. Und die schießen gleich. Eieieiei. Das gibt eine schlechte Bewertung hier. Das könnte man doch ruhig ein bisschen entschärfen. Netcenter. Code 0, wiederhole. Code 0 in diesem Sektor. Zurück zur Patrouille. Nein. So, da? Nee. Nee, oder? Ah, das ist nochmal andere Route. Hier ist Stau. Super uncool. Netrunner. Netrunner von der Polizei oder wie? Hallo? Wo geht's hier rum? Hier oder was? Nein? War auch schon mal bei dem, aber ich habe absolut keinen Plan, wo es hier hingeht. Hallo? Ach so! Also Ingang. Das muss man auch sagen. Das siehst du nicht. Hey ho. Wie läuft der Laden? Kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an, die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Die kann dein Gejammer gut ab. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab einem bestimmten Alter hast du keine Illusion mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. Hast du dich um Jackie gekümmert? Ich dachte... Scheiße, du warst wohl ohnmächtig, als ich dir das erzählt habe. Hm? Was denn? Arasaka. Die haben ihn sich sofort gekrallt. Was? Huch. Wo haben sie ihn hingebracht? Weiß ich nicht. Musste mich auf den Bauch legen. Hände auf dem Kopf. Ich wollte mehr herausfinden, aber du weißt ja, wie Konzerne sind.
Scheiß Monos. Okay. Kommt der dann später noch nur als Endgegner? Ich habe ein paar Fragen über Silverhand und den Chip. Ich bin kein Experte, aber ich gebe mein Bestes. Wie kann das sein, dass ich ihn sehe? Naja, der Biochip ist dafür gedacht, mit Konstrukten zu kommunizieren. Er macht nur seinen Job. Also verdanke ich das Arasaka. Du bist wahrscheinlich der einzige Relic-Besitzer, der nicht stinkreich ist. Johnny hat versucht, mich kalt zu machen. Was? Wie blocke ich ihn? Wäre nett, nicht ermordet zu werden. Naja, solange du ihm nicht die Kontrolle überlässt, kann er nichts machen. Wobei sich das irgendwann nicht mehr vermeiden lässt. Und dann? So weit lassen wir es lieber nicht kommen. Finde raus, wie du ihn loswirst, und zwar schnell. Okay, warum durchlebe ich Johnnys Erinnerungen? Ihr zwei teilt euch ein Gehirn. Er hat Zugriff auf deine Sinne, Wahrnehmung, sogar ein paar Erinnerungen. Und du siehst einen Teil von seinen. Irgendwann lassen sie sich nicht mehr unterscheiden. So, okay, machen wir mal. Ich habe endlich genug Eddies, um dich zu bezahlen. Behalt sie noch, Wie. Du brauchst sie mehr als ich. Ich nehme sie nicht mit ins Grab, Vic. Nimm schon. Und nochmal danke, dass du mich versorgt hast, ohne dafür Kohle zu sehen. Dafür sind Freunde da. So, auswechseln. Haben wir überhaupt Implantate? Was sind das hier? Hör zu. Bitte lach jetzt nicht. Aber ich sehe seltsame Sachen in der Stadt. So eine Art Wandbilder. Aber ich weiß, sie sind nicht echt. Sicher nur ein Kiroshi-Bug. Ich sehe mir das an. Nein, nein. Die Bilder sind zu komplex für einen Bug. Es sind Symbole für irgendwas. Dann ist es der Biochip. Das Gehirn kommt nicht mit dem Daten-Overload klar. Oder er hat schon den Cortex erreicht. Kannst du was machen? Nein. Versuch irgendwie, den Biochip loszuwerden. Okay. So. Wunderbar. Jetzt sind wir zwar um einige Eddies. Kann man da noch was machen? Nee, jetzt will er nicht mehr mit uns reden. Das ist nicht gut. Jetzt sind wir um einige Credits ärmer. Haben wir auch einiges. Aber Quest erledigt. Das ist schon mal gut. Was machen wir dann jetzt? Genau, das so könnte man machen. Hier ist mal. Gerade in der Nähe. Da könnte man doch prinzipiell. Müssen wir durch den Lader. Kann ich da durch hin? Hm. Ah, die misst die. Ah, vor mir die. Ich habe ein seltsames Bild auf der Straße gesehen. Könnte deine Baustelle sein. Wie sah es denn aus? Ja, ich habe einen Scan gemacht. Tarot. Das große Arcanum. Das Zeichen einer höheren Macht? Was? Das große Arcanum? Was soll das sein? Das große Geheimnis, arkanes Wissen in Symbolform, eine Station auf der Reise deines Lebens. Sowas in der Art. Immer nur. Wie auch immer. Soll das heißen, irgendeine höhere Macht spricht durch Tarotkarten mit mir? Oder mit Silverhand. Oder euch beiden. Ihr seid momentan eine echt harmonische Einheit. Wäre schön, wenn diese höhere Macht etwas genauer werden könnte. Die Welt ist ein Labyrinth der Illusionen. Das Licht leuchtet nur selten in das Gefängnis unserer weltlichen Existenz. Na, fabelhaft. Großartig. Und was will mir diese unbekannte Macht mit ihrem rätselhaften Zeichen sagen? Tarot ist ein Weg. Du solltest ihn beschreiten und nach weiteren Zeichen suchen. Ach ja, das ist die andere Mission, die man noch heute stimmt. Irgendwas mit Misty, ja. Also, ich weiß immer noch nicht, was mir das alles bringen soll. Such nach weiteren Bildern. Es muss eine Verbindung zu den Orten geben, wo du sie findest. Denk über das nach, was du siehst. Ich glaube, sie sollen dir den Weg zur Wahrheit weisen.
Die Wahrheit zu finden, steht ziemlich weit unten auf meiner Liste. Bald wirst du dich entscheiden müssen, welchen Weg du nehmen sollst. Dann wirst du alles verstehen. Ich weiß nicht. Komm zurück, wenn du mehr gefunden hast. Ich werde dir helfen, die Bilder zu entschlüsseln. Okay. Okay. Da müssten wir jetzt eigentlich... Moment. Ja, das mit Misty ist weg. Was ist das eigentlich? Barry? Ne, Moment. So. Nee, das ist alles. Naja, egal. Auf jeden Fall, da war irgendwas mit dem Misty drin, das ist schon mal gut. Was ist denn das für ein Türsteher? Okay. Den PC irgendwo machen. So, dann laufen wir zu dem Barry, das kann nicht so weit sein. Und nein, ich kenne mich hier immer noch nicht aus. Und ja, ich weiß, wir haben mal angefangen. Aber ich bin hier immer auch völlig lost. Und das werde ich wahrscheinlich auch immer sein. Ich verlinke sie hier hin, oder? Nein? Okay, wenn ich nur versuchen will. Doch? Der verarscht mich nicht, Alter. Ich hier sind sie Fahrstuhl. Nur gut. Ist ja schon immer so angefahren, der Fahrstuhl. Und so, das ist der Boxring, ja. Hier ist irgendwas grün. Achso, das ist das Ding. Ja, egal. Ah, zumindest die Cops sind weg. Barry? So heißt du doch, oder? Wer ist da? Wie? Ich wohne über dir. Erinnerst du dich? Haben über Autos geredet. Hast vom Mizutani Shion geschwärmt. Ich meinte, der wäre was für schwanzlose Angeber. So einen Unsinn vergisst man nicht. Dein Blick damals. Wäre am liebsten ab durch die Mitte in die Badlands, so angepisst warst du. Ich erinnere mich. Was willst du? Wow. Ja, Thomas, du hast mit Fähigkeiten machen können, ist immer gut. Wollte nur sehen, was du so machst. Deine Freunde meinten, du hast die Einheit verlassen. Ich glaube, ich weiß warum. Diesen Blick kenne ich. Der ist bei Leuten wie uns gang und gäbe. Uns? Du siehst nicht wie ein Cop aus. Nicht nur Cops verlieren Leute. In meinem Job ist man täglich mit dem Tod konfrontiert. Man gewöhnt sich dran, klar. Bis es jemanden trifft, der einem wichtig ist. Du also auch. Komm rein. Ja. Ich habe auch jemanden verloren. War ein verdammt guter Freund. Was meinst du mit auch? Geht's hier um Andrew? Sie haben's dir erzählt. What? Der beste Freund, den ich je hatte. Kannten uns mein Leben lang. Der Einzige, dem ich alles sagen konnte. Ich schätze mal, im NCPD hat sich gar nichts verbessert, oder?
Die Mücke hier. Einmal hat ein Maelstromer einen Jungen getötet. Direkt vor meinen Augen. Nur so zum Spaß. Ich konnte nichts tun. Der Hurensohn stand unter Konzernschutz. Ach, typisch. Unser Chief sackt eine anonyme Spende ein. Und was passiert? Offiziell hat der Junge sich selbst das Hirn rausgeblasen. Direkt vor deinen Augen. Irgendwas in mir ist da gestorben. Ich konnte das einfach nicht mehr. Kurz darauf starb Andrew. Das gab mir den Rest. Konntest du mit niemandem auf der Arbeit reden? Was ist mit Petrova und Mendes? Petrova ist nicht verkehrt. Aber sie kommt mit sowas nicht klar. Mendes rafft es einfach nicht. Der denkt, wir müssen hart sein. Wenn du nicht verkraftest, wenn ein Kind umgebracht wird, bist du für ihn mit Weichei-Genen geboren. Aber du hast ihm von Andrew erzählt. Ganz ehrlich, hab darüber nachgedacht, aber sie wissen nicht alles. Ist besser so. Kannst du mir sagen, wie Andrew starb? Ist doch egal. Normal. Altersschwäche. Wenig überraschend. Schließlich war er nur ein paar Jahre jünger als meine Oma. Altersschwäche? In Night City? Dafür müsste man ihm eine Statue errichten, die alle bestaunen können. Eine Nische für die Urne muss reichen. Also war Andrew eher wie ein Opa für dich als ein Freund? So würde ich das nicht sagen. Er war wie... Ich weiß nicht. Wie ein Fenster zur Vergangenheit oder so. Er hat mich an meine Oma erinnert. An unsere schönen Gespräche. An eine Zeit, als alles noch besser war. Er war wie eine Art Zeitzeuge. Mendes weiß einen Scheiß vom Leben. Jeder hat seine Grenzen, sogar er. Er hat sie nur noch nicht erreicht. Anders als du. Und wenn er recht hat, vielleicht habe ich feige Gene. Nur die Stärksten überleben, oder? Wenn du nichts fühlen würdest, dann hätte der Tod keinerlei Bedeutung. Hast recht. Danke fürs Reden, Vi. Ich brauche etwas Zeit, um das sacken zu lassen. Keine Ursache. Bleib stark. Okay. Sprich mit den Polizisten. Finde Andrews Nische. Was? Hä? Finde Andrews Nische? Was für ein Ding? Okay. Finde Andrews Nische. Was sind das, die Dinger? Ah, doch, das sind die. Ja. Andrews Nische. Okay, da müssen wir mal gucken, was das mit der Nische auf sich hat. Ist das da hin oder was? Da können wir mal gucken, das zeigt uns zumindest was an. Ja, genau, das ist das. Das gucken wir uns an. Ich muss aber zuerst, Katze, ihr wisst schon, bis gleich. So, Katze ist am Essen, dann haben wir hoffentlich Zeit für die Nische zu finden. Ich habe keine Ahnung, was der nennt. Also so überhaupt nicht. Das Einzige, was ich mal vorstellen kann, ist, was ist denn mit euch los? Dass das irgendwie... Dass das irgendwie die Platz für die Urne ist oder so. Ich denke, das wäre schon besser, wenn man die vorher finde. Nehme ich mal stark an. Was? Ja, okay. Wir hören auf die Instinkte. What? Wo führt denn uns das Ding an? Ja. 1,7 Kilometer, what the frick? Na gut, wo ist mein Motorrad? Ich habe gedacht, dass wir irgendwie um die Ecke. Da war ich wohl falsch informiert.
8 Euro steht's. So, ich konnte. War gar nicht so Lust. Mitte in der Kreuzung. Seltsam. Am besten ohne irgendwie einen Kopf anzufahren, weil die reagiere da ja. Wow, wow, wow. Ein bisschen allergisch. Wow, was war denn das so, ey? Moment, ich muss was nachgucken. Wer hätte es gedacht? Katze. Hockt auf dem Tisch und guckt mich an. Ist wahrscheinlich ein bisschen relativ unelegant auf den Tisch gesprungen. Es hat so gerappelt. Wow. Hey. Das wäre aber schlecht, wenn man hier ins Wasser falle. Dann wäre es ja gar nicht gut. Weiter. Cool wäre ja auch so ein Navi, so mit so einer Stimme. Bei der nächsten Gelegenheit rechts abbiegen. Aber die Straßenführung ist hier so komisch. Ich wüsste noch nicht, was die nächste Gelegenheit ist. So, ich hoffe wirklich, dass das ist, dass das zu dieser Quest gehört. Das Kopfauto, da müssen wir aufpassen. What the fuck, Alter, wo geht's denn das dabei an? North Oak. Wow. Eingehender Anruf von der Main. Nee, 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 nee. Geil. Achso, das ist wieder so ein bisschen Fehler. Ja, okay, gut. Wow. Wow, 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 wow. Alter, wie krass ist denn das? Ich befürchte, dass wir uns hier ist ja schon mal ausgiebig umgucken müssen. 100 Meter, das ist gepunktet. Eventuell ist das besser, wenn wir absteigen. Krass ist denn das, dass wir jetzt hier außerhalb der Stadt sind. Das sieht doch schon gleich viel angenehmer aus, finde ich. Ja, ja, er gut erkannt, ich bin kein Stadtkind. Nee, Moment, ist was anderes. Du Scheiße. Ach, ist das doch ein... Ist das ein Gefängnis? Nee, Gefängnis, ja klar. Dingens. Ein Friedhof. Anyway, shape or form. Oh. Oh. Ach, das ist wieder so... Barry hat ein echtes Problem. Wenn die Schildkröte sein einziger Grund zum Aufstehen war. Jetzt verstehst du es langsam. Seine Freunde müssen das hören. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Kennst doch das Spielchen. Wenn du zu lange in den Abgrund starrst, starrt der Abgrund auch in dich hinein. Der Schritt nach vorn liegt da nahe. Besonders bei dem Scheiß, den er im Leben gesehen hat.
Ach hier, in Erinnerung an den besten Freund Andrew, du warst eine Schildkröte, aber du hast mir besser zugehört als jeder Mensch. Das haben Tiere manchmal so an sich, ja. Du bist meine Erinnerung an eine bessere Welt. Interessant. Das ist so Graffiti. Spannend. Noch spannender ist natürlich diese Gegend hier. Ach du Scheiße. Das ist hier schon wirklich beeindruckend. Ist verrückt, die Designer. Verrückt! Ein kleines Schiff, so dezente Blade Runner Atmosphäre. Gut, bei Blade Runner war es halt immer dunkel und es hat immer geregnet. Oh, guck mal, da aber auch. Ja. Ah, guck mal, hier gibt's gar nichts. Okay. Ach du Scheiße. Ach, guck mal, das angezeigt. Okay. Disaster Piece. Ach, das ist der Unne. Ah ja. Aktion. Nina Kravitz. Ist das nicht die Tochter vom, vom Lenny Kravitz? Aha. Oh, das ist direkt da. Oh. Okay, interessant, interessant. Ja. Ich glaube, es ist viel zu tun. könnte. Also beim nächsten Mal. Können wir. Wir gucken uns das hier mal an, wenn wir schon mal hier sind. Dann könnten wir doch mal hier so eine Runde drehen. Mal gucken, ob da was so ist, ob es irgendwas Cooles ist, ob man was findet. Und das ist wie eh so ein Rundkurs. Hier könnte man eventuell was scannen. Und dann nochmal hier zurück und die Quest beenden. Genau, das ist so. Das potenzielle Programm. Fürs nächste Mal. Man muss ja abends so ein bisschen Sightseeing betreiben. Wenn man schon mal so Welt hat, dann why not? So, wir gehen hinter der Polizei oder über die Straße. Das ist für uns. Hab's doch gemerkt. Anyway, danke fürs Zugucken. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Bis dahin dann. Bye bye.